Sie sind hier, 24. August 2018, 11.35 Uhr, von Hauke Fangens. Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern. Der Signal Iduna Park ist in FIFA 19 wieder spielbar. Urheberrecht EA Sports. In der letzten Ausgabe mussten die BVB-Fans auf ihr Heimstadion verzichten. Mit FIFA 19 kommt das Stadion im Ruhrpott aber wieder zurück zu EA Sports. Der Signal Iduna Park ist zurück in der FIFA-Reihe. Die Fans von Borussia Dortmund konnten ihre virtuellen Heimspiele in FIFA 18 nicht im passenden Stadion austragen, doch mit dem neuen Teil der FIFA-Serie kommt auch die gelbe Wand zurück. EA Sports twitterte am Freitagvormittag ein Bild vom virtuellen Stadion. Der BVB ist nun offizieller Partner von EA und FIFA 19. Nach 20 Jahren war eine Spielzeitpause, doch warum fehlte das legendäre Stadion in der vergangenen Saison? Dortmund ist eine Partnerschaft mit Pro Evolution Soccer, dem FIFA-Konkurrenzprodukt, eingegangen. Dadurch war der digitale Ableger exklusiv im Spiel von Konami zu sehen. Davor war das BVB-Stadion in jeder FIFA-Ausgabe verfügbar. Diese Partnerschaft wurde aber vorzeitig beendet. Dafür ist die Veltins Arena nun in PES 2019 spielbar, da Schalke 04 an die Stelle des Erzrivalen sprang. Die Schalker haben auch als einziger deutsche Bundesligist 3 PESE-Sportler unter Vertrag. BVB begeistert. Neben dem Spielort wurden auch die BVB-Stars rund um Marco Reus über einen Scanner in das Spiel integriert. BVB-Geschäftsführer Carsten Kramer sagt in der offiziellen Pressemitteilung: Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit EA Sports und blicken auch im Bereich Gaming auf eine spannende Saison mit FIFA 19. Gerade durch die Integration der UEFA Champions League tritt der BVB in EA Sports FIFA 19 nun auch virtuell auf dem Rasen der Königsklasse an. FIFA 19 erscheint am 28. September für PlayStation 4, Xbox One, PC und Nintendo Switch. Neben den Rechten am Signal Iduna Park dürfen sich die FIFA-Fans auch auf die virtuelle Champions und Europa League freuen, die EA Sports ebenfalls wieder erworben hat, lesen Sie auch. Mesut Özil gründet Esports-Team wie Werder Bremen die FIFA-Welt aufmischt. Von Hauke Fangens. Folgen @retake Hauke. Hauke Fangens, geboren 1993, studierte Medienwirtschaft und Journalismus in Wilhelmshaven. Er arbeitete parallel schon für die Es. Mehr.